So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. So sieht's aus. Wir starten rein. 99%, noch 43 Arbeitstage für dieses wunderschöne Eisenbahnbauamt. Und da läuft es. Das wollte ich euch nicht vorenthalten, dass es endlich fertig geworden ist. Oh, und gleichzeitig das Zugdepot. Sehr, sehr geil. Der Kran liegt noch auf dem Müll. Da gehört er nicht hin. Und ja, wie kriegt man jetzt Eisenbahn dahin? Da gibt es nämlich eine kleine Sache, die nicht so einfach ist. Benötigt Gleisbauzug. So, wo kriege ich denn einen Gleisbauzug? Ich könnte ja jetzt hier auf Kaufen gehen, aber das hilft nicht, weil es gibt keine Verbindung zum Zollamt. Bedeutet, wir müssen hier einen Zug kaufen. Und da ist so die Frage, Zugbauamt, ob wir nicht einen gebrauchten nehmen. Ich glaube, wir können eh nur ein verladefähig. Oh, inzwischen zwei kaufen. Ich guck mal, ob es gebrauchte gibt. Nee. Wir müssen halt die Strecke... Ups, falsch. Die Strecke zuerst bauen und brauchen dafür den verladefähigen Gleisbauzug. Hier steht gar nicht, welche... Warte mal, der ist 55 bis 85, 86 bis 97. Dann ist der hier neuer, nicht wahr? 8 Meter, 8 Meter. Wir können direkt zwei kaufen. Komm, wir kaufen zwei. Und jetzt müssen wir die noch von da wegtransportieren. Offene, abgedeckte, offene Ladefläche. Gesamtkapazität. Ich würde gern, wenn ich hier klicke, kaufe ich den ja schon. Wartet mal, wir können... Wo haben wir den denn? Den haben wir einmal irgendwo rumstehen. Sofern er gerade rumsteht. Könnte ich da kurz gucken. Ja, der fährt anscheinend und beliefert irgendwas. Wir wollen ja eigentlich nur hier hinten die neue Wohnviertel nochmal. Man kann eigentlich ja nur auf dem Weg von oder dahin sein. Okay, wir können ja hier drüber gucken. Da ist er. Und er ist da, auf dem Weg zur Baustelle. Kann Fahrzeuge auf Dingsfläche laden. Da. Zeigt alle... die verladen werden können, genau. Und wir wollen auf Gleisbau verladefähig, die können verladen werden. 8 Meter und der hat ja irgendwie 16 oder so. Das heißt, ich glaube, mit einem von dem können wir zwei verladen. Zumindest ist, tut es nicht weh, wenn wir ihn kaufen. Er kann die auch einzeln transportieren. Darum geht es ja nur. Ich meine, der macht eher am meisten Sinn. 18 Tonnen, der kann 27 Tonnen laden. Aber er ist nur 17 Meter. Mal gucken. Forschungsprogramme mal wieder abgeschlossen. Sehr, sehr gut. Da ist er. Ah, der hat nur diesen Anhänger. Da vorne kann nichts rauf. Das wird sein. Okay, egal. Von hier bitte lade dich mit Fahrzeugen. Ist mir egal welche. Und dann fahr bitte nach hier und entlade dich mit Fahrzeugen. Wir beschleunigen mal, dass er schneller ins Depot fährt. Und dann sagen wir, starten. Wir verfolgen den heute mal ein bisschen. Neuer Fahrzeugtyp, Auto, ist mir egal. Oh. Na toll, Stau. Naja, er muss erst tanken. Aua. Ja, wird Zeit, dass das Asphaltstraßen werden. Bitum haben wir, uns fehlt die Kohle. Schotter haben wir. Zack. Oh, er kann doch beide gleichzeitig laden. Das ist ja krass. Die sehen so niedlich und klein aus da drauf. Wie so richtige Spielzeugeisenbahnen anstatt richtige Züge. Okay, oder der LKW ist halt besonders riesig. Aber, weiß ich nicht.
Oh, hier war schon Gras gewachsen. Ich glaube, weil ich das Gras bis an die Straße mal ranmache, dann wächst es halt auch rüber. Und gleich sind wir da. Unsere ersten Bauzüge. Seit wie viel Staffeln? Einigen, nicht? Ich glaube, wir haben einmal mit Zügen nur spekuliert und dann sind wir pleite gegangen. Aber diesmal haben wir es durchgezogen. So, zwei sind drin, könnten mehr rein, aber die beiden sollten erstmal reichen. Wir haben die Strecke ja auch schon priorisiert, aber dem fehlen natürlich jetzt noch Sachen. Stahl, Plattenbauteile, Ziegel, Bretter, Elektronik. Und Treibstoff. So, das sind natürlich einige Sachen, die wir hier hinliefern müssen. Der hat auch keinen Anschluss für Öl, nicht wahr? Das ist ein bisschen bescheidi. Warum hat er das nicht? Das wäre cool, wenn das Große dafür einen Anschluss gehabt hätte. Ich glaube, gab nur die Anschlüsse und die Anschlüsse, nicht? Ja. Okay, aber Kies wäre drin. Das ist perfekt. Elektronische Bauteile, die können wir eh kaufen. 24 Tonnen, das wird natürlich ein teurer Spaß. Baustelle zuweisen, gut. Niedrige Priorität. Achso, die steht auf nicht bauen. Ah. Hä, aber das hatte ich doch gestern als eingerichtet. Okay, warum auch immer. Ich dachte, habe ich vielleicht den falschen Spielstand nicht gespeichert? Wer weiß. Ah, das hier ging. Okay. Das ist fertig. Da habe ich es nochmal abgerissen danach. Irgendwas muss ich hier gemacht haben. Hä? Oder ich habe die andere Seite gemacht. Das könnte sein. Nö. Okay. Dinge, die merkwürdig sind. Und das hat mittlere... Das hat mittlere. Okay. Und jetzt hat er die beiden zugewiesen. Da haben wir das schon mal. So, bauen in 5 Kilometer Umkreis ist auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, also, na gut, er kann ja nur das bauen. Also zeigt er das auch nur an erstmal. Ist klar. Dann brauchen wir einmal ein Elektronikauto. Wir sehen hier, der Müll ist langsam leer. Da können wir also auch nochmal neue Müllautos vielleicht kaufen. Müllwagen. Ich glaube, wir hatten den Vorgänger von dem hier. Der schafft ein bisschen mehr inzwischen. Und kann auch ein bisschen schneller fahren. Der kann 95. Ja, dann holen wir zwei von denen auf jeden Fall. Und dann sollte das erstmal passen. Noch ein paar größere Müllautos gönnen wir uns gerne. Achso. Und nicht ablenken lassen. Wir brauchen die abgedeckte Ladefläche für Elektronik, nicht wahr? So. Wir brauchen 20 Tonnen. Wenn ich den hier nehme, 4 Tonnen. Der ist viel zu viel. Den kann man immer noch kaufen. Bis 1982. Wer kann 75? 75 ist aber okay, aber Autobahn wäre das auch okay. Das wären 3,6 Tonnen. Das reicht mehr als aus. Das sind drei Fahrten. Ich meine, die anderen sind jetzt nicht wirklich teurer oder günstiger. 3,1 Tonnen. Nehmen wir den hier. 17.000. Was müssen wir noch hinliefern lassen? Nur Sachen, die mit offenem Bauzeug hingebracht werden können, nicht? Elektronik, Bretter, Ziegel, Plattenbauteile, Stahl.
Gut, wir können an sich alles herstellen. Wir haben nur nicht genug Einwohner. Das ist also unsere Nemesis sozusagen aktuell. Dass wir nicht genug Einwohner haben. Da müssen wir auf jeden Fall ran. Gut, wir bauen hier gerade. Da sollten die ersten Gebäude auch fertig werden. Wir haben die erhöhte Geburtenrate geforscht. 41 ohne eigene Wohnung, das ist gut. Guckt mal, alles spiegelverkehrt. Ich glaube so ein bisschen, oder? Wunderschönes Einkaufszentrum. Kapazität reicht noch. Sport, ja, Sport müssten, wollten wir hier noch hinsetzen. Stimmt. Sport. Was können wir denen denn Schönes geben? Mal wieder so ein Basketballplatz wäre eigentlich eine tolle Sache, aber es ist sehr groß. Er passt hier nicht hin. Wir könnten den kleinen bauen. Aber der hat halt eine blöde Kapazität. Das Schachtding. Ja, das kann man überall irgendwie setzen. Das passt immerhin. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Big Sports Hall. Vielleicht ein bisschen zu big. Das Chess House. Aber hier hinten, das sollte prominenter stehen. Das Sportcenter auch zu groß. Was habe ich noch runtergeladen? Ich hatte doch noch so ein Gym hier. Indoor Pool. Den Sports Ground. Den könnte man setzen. 21 Teilnehmer nur. Gymnasium. Elementary. Gut, ich glaube das Ding hier, nicht? 50. Ah, das braucht eine Straße. Okay, das wäre hier hinten vielleicht was. Ist klar, ist klar. Autobahn wird immer noch nicht wirklich genutzt. Gut, wir haben auch, glaube ich, keine wirkliche Südostverbindung. Ich weiß gar nicht. Norden haben wir jetzt als da definiert, nicht? Aber das ist ja eigentlich Norden. Norden ist eigentlich hier. Das heißt, der Osten liegt im Westen. Hä? Oh, kacke, dann sind unsere Sachen falsch benannt, weil das hier ist die Nordstadt. Gut, sie liegt nördlicher als das hier. Alles gut. Können wir auch so lassen. Gut, eine andere Sporthalle. Das Elementary School Gym finde ich jetzt nicht so geil. Das hier oben, 112, 84. Das wäre eigentlich ganz stark, aber es dürfte auch zu groß sein. Und das hier, gut, das hier geht immer nicht. Was können wir bauen? Wir müssen nur gucken, wie wir hier mal einen Weg lang zimmern vielleicht. Easy, okay. So. Ja, da können sie außen rumlaufen. Die hier müssten noch irgendwie durchkommen. Das wäre cool, aber ich glaube, das wird nicht passen. Selbst wenn ich mir Mühe gebe. Ah! Ist jetzt nicht ganz gerade. Ach, was soll der... Der Geiz, nicht wahr? Wir bauen das einfach genau so, wie es ist. Das passt schon. Ja. Die Wheelies sind echt laut. Macht immer einen Ticken leiser, glaube ich. Kann man die überhaupt... Ich glaube, die kann man nämlich nicht einzeln leiser machen, nicht? Das wäre noch cool. Ich habe schon sehr viel, sehr weit runter geregelt. Okay, den Weg haben wir. Dann nochmal das Sportzentrum.
Und da kriegen wir doch sicher noch irgendein Sportfeld dazu. Bin ja eigentlich ein Fan von diesen Volleyballfeldern hier. Die so relativ klein sind, aber ich glaube, durch das Ding kriege ich hier gar nichts mehr hin sonst. Okay, warte, dann kann ich das auch drehen. Ne, das war das Falsche. Das war das Falsche. Das da war. Ne, das war das Falsche. Das da. Machen wir das hier ran, dann kommt das nämlich in der Mitte auch noch, glaube ich, ran. Okay. Können wir relativ gut. Vielleicht jetzt dahinter? Ne, ist doch zu groß, ne? Ich könnte das drehen. Ja, ja, das würde gehen. Das war dumm. Deswegen nicht mit dem Abrissmodus arbeiten in dem Fall. Wäre hilfreich. Aber es ist nur ein bisschen Kies, das geht noch. Ich hätte halt gern echt so einen Umschiebemodus. Das wäre irgendwann, wenn Spiele rauskommen und das haben. Da. Das wäre irgendwie richtig cool. Dass man das so setzen und verschieben kann. Ich glaube, sowas gab es auch schon mal in einigen Spielen. Ist irgendwie wieder aus der Mode gegangen. Warum auch immer. Okay. Ich glaube, es will nicht. Da würde es erst gehen. Und wenn ich so rumdrehe, ist es vielleicht gnädiger. Manchmal sind es hier nur Millimeter, die hier. Ja. Ich glaube, ich krieg trotzdem nichts dahinter hin. Nee. Ich probiere es noch ein einziges Mal. Na, gedreht, dann ist es zu eng nicht. Wir können es mal umdrehen. Erstmal das hier setzen vielleicht. Vielleicht hier hinten. Ah, das braucht auch ziemlich viel Abstand. Das ist das Problem, glaube ich. Und jetzt das Gym dahinter. Ja, da ist der Weg um ein paar Millimeter. Hätte ich dichter rangehen müssen. Ah, Mann. Cool wäre, wenn ich das hier so bauen könnte, nicht wahr? Aber da müsste die Überlappung halt weg. Das wäre ganz stark gewesen. Wenn ich es jetzt hier drehe, kriege ich es, glaube ich, nicht so gedreht, dass es sich nicht mit irgendwas überlagert. Ja. Wenn ich es hier hinten hinbaue, dann kommst du trotzdem nirgendwo ran, weil das ist größer, als das eigentlich aussieht. Na gut. Gut. Ich ergebe mich, ich beuge mich dem Schicksal. Und lasse das so bauen. Wir haben bauen auch wieder auf Automatik. Sehr gut. Das war nämlich ziemlich nervig. Aber hilfreich, dass nicht einfach losgebaut wird. Vielleicht können wir den Playground oder sowas da hinsetzen. Oder den Schachplatz. Boah, auch um Millimeter. Es soll mir nicht vergönnt sein, diesen Platz hier zu nutzen. Dann kommt ein Monument dahin oder irgendeine Zeitschriftenanzeige oder irgendwas. Ich versuch's nur noch mal hier mit dem. Ja, der ist noch größer. Komm, dann bauen wir direkt irgendwas Schönes. Achso, das ging ja nicht. Wo sind denn diese guten Plakate? Wir können erstmal pflanzen.
sind wir nicht gerade. Ja, das geht nicht gerade, nicht? Ich kann es entweder da oder da zu halb gerade machen. Ja, dann lieber zu dem Gebäude. Und dann dichter dran, dann wirkt das wie eine Einheit eher. Und auf der Seite vielleicht ein kleines. Ja, dann ist nicht ganz so toastlos. Den Arc de Triomphe hätte ich noch irgendwo einbauen können. Aber nicht hier, aber generell. Habe ich bisher nicht gemacht. Ein kleiner Friedhof passt auch nicht hin. Ein Kiosk? Nee. Hallo Pinky in the Brain. Plakate. Wartet. Wir könnten versuchen. Geht auch nicht. Nee, dann müssen wir manuell diese schönen Plakate hier hinsetzen. So ein großes. Wenn die hier saufen gehen, ja, dann kriegen die ein Plakat in die Richtung. Und man sieht es auch, wenn man hier auf dem Bahnsteig steht. Ja, das ist doch super. Und hier in die Richtung, wenn man aus der anderen Fahrtrichtung kommt oder langläuft, dann sieht man das andere Plakat. Ja. Wunderbar. Ich finde es gut, dass die Baufahrzeuge über die Wege fahren können. Über die Fußgängerwege. Okay. Du bist da. Dich brauchen wir. Du sollst hier kaufen, bitte, Elektronik. Und hier entladen Elektronik und warten, bis du leer bist. Starten. Ich würde gerne Bretter und Ziege selber herstellen. Bevor ich das hier mache. Es ist echt teuer, nicht? Das ist so ein bisschen jetzt gerade die Frage. Wir brauchen Menschen und die Züge würden die Menschen besser transportieren. Andererseits brauchen wir auch die Industrien, um die Züge zu bauen. Ich meine, das mit dem Öl funktioniert ja einigermaßen, nicht? Da ist ein Plus drin. Ich sollte das Öllager zuerst bauen. Vielleicht hier. Hier wäre, glaube ich, optimal, oder? Da störe ich keine. Hier ist eine Schiene. Hier ist eine Schiene. Und hier ist die Autobahn. Hier würde ich ja sonst nichts anderes hinbauen. Die andere kommt hier außen lang. Und dann ist es auch nicht in der Innenstadt, der Verkehr. Und wenn die Autobahn hier rum weitergeht, dann ist das hier super. Dann fahren die nämlich hier auf, holen das Zeug von hier hinten und fahren zurück. Und später können das die Züge machen vielleicht. Dann müssen wir an der Autobahn... Gut, Zug kann auch über einen Tunnel fahren. Wir haben ja hier eine Linie geplant. Aktuell nach oben. Ah, die könnte ja hier runtergehen. Die ist hier auch oben und könnte runtergehen. Dann können wir nun nicht mehr von hier abgehen. Das ist so ein bisschen das Blöde, dass man nicht unterirdisch dann verzweigen kann. Obwohl ich bei Schienen bin ich mir nicht sicher. Nee, dürfte auch nicht gehen. Bei Brücken geht's ja auch nicht. Das ist zum Beispiel auch blöd. Ich kann jetzt hier nicht sagen, ich möchte hier von der Schiene später noch in diese Richtung abgeben. Warum das nicht geht? Also das, finde ich, ist mit ein großer Designfehler, der behoben gehört. Dass man hier abgehen kann. Weil ich meine, warum sollte es hier oben keine Weichen geben können? Überschneidung, ja, natürlich. Das ist ja auch eine gewünschte Überschneidung. Das ist ein bisschen traurig. Weil das verhindert so ein bisschen coole Verkehrskonstruktionen wirklich zu bauen. Die ein bisschen komplexer wirken und sind. Boah, hier, der Dschungel ist ja richtig explodiert hier vorne.
Wow. Okay. Ah, und an unserem Kino sind die Palmen gewachsen. Hatte ich ja auch noch ein paar Palmen gesetzt, die weg waren, nicht? Muss ich auch noch mal gucken. Also der Abstand gefällt mir wesentlich besser als da vorne. Da müssen wir noch mal irgendwann ran. Nach dem Laden, ich muss immer mal gucken. Manchmal hat er den Bug, dass er die Feuerwehr... Leute irgendwie auf Maximum setzt, aber, oder auch im Krankenhaus, aber scheint zu passen jetzt. Das Radio haben wir auch vorgesehen. Hier wollten wir einen kleinen Park vielleicht machen, so einen Innenstadtpark. Einfach nur für die, ja, fürs Aussehen. Die Busse hatten wir optimiert, eine zweite Tankstelle hatten wir hier auch. Das passt auch, passt auch. Und das erste Wohnhaus ist schon fertig. Aber ich habe nicht Bürger kaufen gemacht, oder? Wow. Immer noch ohne Wohnung. Das reicht gar nicht, das kleine Ding. Das ist schon direkt voll. Uff. Wir warten auf jeden Fall überall gut Leute. Hier nicht irgendwo eine kleine Bushaltestelle? Ja, da. Wollte doch sagen. Eine schöne zentrale Bushaltestelle. Wie lange brauchst du noch? 92? Die sind erst auf 63. Noch 700 Arbeitstage. Okay. Naja, gut. Wir planen jetzt das Ölzeug hier. Das ist ja gar nicht so viel. Wir brauchen ja eigentlich nur... einen Öllagercontainer irgendwie. Der kann hier direkt in die Ecke. Ich lasse ein bisschen Platz, falls wir eine zweite Schiene noch irgendwann mal ziehen wollen würden. Ich glaube nicht. Und die Frage ist... okay, da machen wir es so. Ja, machen wir es so. Noch nicht Baum, bitte. Die fliegen nämlich immer sofort los. Ich weiß nicht, wie das hier werden wird. I have no clue. Also hier hinten soll der ja wieder runtergehen. So. Mach mal den hier. Aber wir brauchen ja trotzdem Auf- und Abfahrten. Von den beiden. So, eine muss drüber gehen. Ich würde sagen, das ist die, weil die ja runtergehen soll. Das wäre doof, wenn die denn hochgeht. Das Problem könnte nur sein, dass das ein bisschen eng wird hier. Wenn wir so dicht dran vorbeigehen. Deswegen habe ich das hier auch noch nicht gebaut. Da kann man nämlich nochmal gucken, ob man das vielleicht anders zieht. Andererseits, was soll ich sonst mit dem Bauplatz hier hinten anfangen? An sich gar nichts. So vielleicht. Achso, der ist außen. Oh, genau. Ich könnte die für die Stadt zum Beispiel nämlich hier beladen lassen. Stimmt, ich brauche nämlich ein separates Beladen und Entladen, jetzt wo ich darüber nachdenke. Die einen müssen beladen und die anderen müssen sich ja entladen. Das heißt, wir brauchen doch mehr Platz. Das heißt, diese Kurve können wir doch ein bisschen anders gestalten, weil wir den Platz doch brauchen. Okay. Habe ich nicht vorher dran gedacht?
dass das so sein muss. Aber dann ist das ja noch besser. Weil dann sieht es nicht so leer aus. Darum geht's eher. Oh, und dann kommen wir hier mit der Brücke vielleicht an. Das sollte doch genug Platz sein für zwei Lade- und Entladesachen, oder? Die Frage ist, wollen wir das... Ja, oder? Die sollen hier beladen und über die Autobahn hier reinfahren. Wobei hier sehr viele Busse fahren. Später wird das eine Auffahrt mit Brücke. Oh, es wird eng mit der Schiene. Dann müssen wir die vielleicht eher noch mehr im Bogen fahren lassen, damit ich hier die Brücke rüberkriege. Oder die Autobahn wird auch hier eine Brücke. Oder wir schließen es halt hier an, aber dann müssen alle, die irgendwo hier beladen wollen, in die Stadt reinfahren. Das fände ich eigentlich nicht so smart. Ich finde aber cool, wenn die Leute, die in die Stadt beliefern müssen, direkt hier ran könnten, ohne über die Autobahn zu fahren. Versteht ihr? Dass man das so zweigeteilt aufgleist. Vielleicht, dass sie über die Autobahn kommen müssen und dann... Schwierig. Vor allem, ich kann das hier auch nicht drehen. Das wollte ich gucken, ob das im Workshop vorhanden ist, nicht? Oh, ein Haar. Ah, das ist blöd. Weil das kann man nicht, spiegeln. Also selbst wenn ich spiegel, spiegelt halt beides, nicht? Er spiegelt irgendwie an einer schrägen Achse und dadurch hat es keinen wirklichen Effekt, in welche Richtung das geht. Weil egal wie ich es drehe, es zeigt immer hier beladen an. Das heißt, das Rohr zum Beladen muss einmal so rumgehen. Finde ich ein bisschen blöd. So, wenn ich das hier mache, dann fahren die beide hier aber rauf. Wenn ich so mache, fahren die hier rauf und die aber auch ab. Vielleicht brauchen die eine separate Auffahrt, damit das getrennt ist. Ah, ich sehe schon. Okay, es wird doch aufwendiger, diese Stelle. Aber wir haben den Platz ja und das ist das Gute an der Geschichte. Und wir können ihn uns auch nehmen und leisten, umso besser. Okay. Dann können wir hier nämlich... Ja, weiß nicht. Was machen wir für eine Brücke? Dann machen wir hier... Ja, vielleicht eine doppelspurige? Das hilft ja nicht. Von der Brücke können die ja nicht auffahren. Das heißt, die Brücke bringt mir was? Gar nichts. Ich muss aber von hier ja abgehen. Mit einer Brücke dann. In irgendeiner Weise. Wir brauchen so ein T-Ding. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Was hat er da jetzt gemacht? Irgendwie zwei Sachen übereinander? Nein, danke. Parallel. Also, wir wollen hier abgehen. Warte, wenn wir da auch eine Brücke wollen, nicht zu dicht dran. So. Und so. Er zeigt ja nichts an. 6, 9 Meter. 9 Meter müssten eigentlich reichen. Und dann kommen wir da rüber. So, das heißt 9 Meter. Nach da können wir ja noch weggehen. Okay, das ist okay. Und danach wollen wir direkt aber runter. Zack.
Wie weit ist das? Ne, muss nur ein Stück. So. 3, 6, 9. Könnte dichter. Wir können auch im Parallelmodus natürlich bauen. Und jetzt so runtergehen dann. Sechs, neun. Das wäre zu eng. Ganz knapp. Hier entscheiden Millimeter. Die sehen aber nicht gleich aus. Die sieht krumm aus. Das hier sieht auch krumm aus. Das wollen wir nochmal schöner haben. Haben wir es bis dahin einfach gerade, wo wir abgehen und dann hier die Kurve ran. Und dann kommt da die nächste Brücke. Irgendwie sieht das nicht richtig aus. Und hallo Donilko mit einer Dreier-Stream-Serie. Crazy. Na, lebt deine Stadt noch? Okay, das wäre zu eng. Immer noch nicht. Okay, machen wir das nochmal neu. 3, 6, 9. Ah, das ist das Problem. Okay. So. So ein Ding. Perfekt. Wobei die auch nur einspurig sein können. Aber es gibt keine einspurige Straße, nicht? Okay, dann zweispurig hier rauf. Warte mal, also die können hier abfahren. Ja, okay, das passt schon. 1, 2, 3. Und das wollen wir aber, dass es nicht zusammenläuft. Oh. So. Jetzt theoretisch irgendwie miteinander verbinden. Falscher Winkel. So, also die könnten hier kommen, würden abfahren, würden hier wieder auffahren, wenn sie in die Richtung wollen. Und hier würde es dann noch eine Straße geben. Die hier. Wenn die hier rauffahren wollen. Oh. Jetzt ist wieder das Blöde, Auf- und Abfahren würden sich kreuzen, nicht wahr? Dann müssen wir irgendwie durch die Pfosten. Das geht doch bestimmt, oder? Ist das zu... Ja, das ist zu flach vielleicht. Hm. Wartet mal, nicht, dass hier Kiesstraße ginge. Okay, Asphaltstraße ginge. Also das ist kein Problem. Würde die hier durchgehen? Nee. Das würde er schon nicht mehr wollen. Wahrscheinlich, weil da die Anschlusspunkte sind. Oder weil ich hier im Parallelmodus bin. Das kann auch sein. Nee, da würde man nicht durchkommen. Ah, das ist blöd gerade. Das wäre natürlich jetzt wunderbar gewesen. Gut, das heißt, die wollen auch abfahren. Und die kommen aber aus der Richtung. F4, nicht? Für den Parallelmodus. Und dann da drüben ran. Und so ähnlich dann auf der Seite.
hier. Abfahren, ran. F4-Modus aus. Rauf. Das kriegen wir schöner hin, oder? Machen wir erst die Auffahrt so und machen wir die Abfahrt so. Schön. Ich brauche mal wieder den Erklärbär. Sag mal, warum geht es nicht, wenn ich Strom importiere, dass ich mit dem Masten bis in die Stadt gehe, dann Umspannwerk bis hierhin läufst? Jetzt wollte ich zu einer Fabrik außerhalb vom zweiten Anschluss des Umspannwerks auf unterirdische Mittelspannungsleitung. Neues Umspannwerk, Verbraucher. Jetzt bekomme ich aber vom Umspannwerk 1 keinen Strom auf die unterirdische Leitung. Jetzt kommt die Frage, was ist für dich das Umspannwerk? Ist es das Ding hier? Das ist ein Endpunkt. Die Dinger können nur mehrere Stromanschlüsse bekommen, aber du kannst von denen nicht abgehen. Das ist ein Eingang. Du brauchst diesen Verteiler, das ist ein Ausgang. Ist, würde ich mal so zumindest sagen, also ich wüsste nicht, dass die hier den Strom durchleiten. Kann sein, dass das Mod-Objekt das tut. Aber du hast recht, beim Strom sieht man das nicht. Normalerweise müssten die nach innen zeigen, nicht? Hm, stimmt, ist eigentlich ein UI-Bug. Wobei, theoretisch, du... Es kann aber auch sein, ich baue so halt nicht, deswegen weiß ich es gerade gar nicht hundertprozentig. Weil ich irgendwann mal auch solche Probleme hatte. Also früher habe ich immer so gebaut, ich habe hier ein großes Verteilerding gehabt und dann habe ich über diese kleinen Dinger gesetzt. In der ganzen Stadt, weil es gab damals keine unterirdischen Kabel, nicht? Dann hattest du überall hier diese Stromtransformatoren alle 3 Meter, damit du dann diese Dinge anschließen kannst. Und weil du nur die Dreierdinger hattest, wenn du eins setzt, kommt ja ein Eingang, ein Ausgang. Das heißt, du konntest nur einen Anschluss weitersetzen. Das heißt, du hast immer 2 nebeneinander gesetzt, um überhaupt in irgendeine Richtung zu gehen, weil du zwischen den beiden ja auch eine Verbindung hattest. Das heißt, ein Ausgang, ein Weggang, hattest du 2 Dinger gerade mal, wenn du 2 nebeneinander setzt. Das war ziemlich nervig und ich glaube, wenn du die gesetzt hast und die überlastet sind oder schon genug Anschlüsse haben, können die auch gar nichts mehr durchleiten. Da kann man, warte mal, wo ist denn das? Also ich habe aus dem Workshop ja das große Ding, wo ist denn das, wo ist es? Die Stadt ist so groß inzwischen. Da. Wo wir hier ganz viele kleine Anschlüsse rein haben, nicht? Aber die gehen halt immer sternförmig dann davon ab und nur bis dahin. Und dann ist gut. Kann halt sein, dass du hier einfach da schon überlastet bist. Und er deswegen nicht durchleitet, wenn er durchleitefähig ist. Ich würde es aber nicht empfehlen. Ich würde so viel große Leitungen wie möglich eigentlich so dicht an die Verbraucher bringen wie machbar und dann auf einen Verteiler gehen oder mehrere Verteiler gehen. Du musst halt gucken, dass du seine Leistung auch nicht überlastest, nicht? Der kann 10 MVA und wenn der hier auf 10 dann kommen würde, dann würde es halt auch nicht mehr klappen. Dann bräuchtest du davon einen zweiten. So ist es übrigens auch. Die Dinger sind irgendwann überlastet. Die können auch nicht unendlich Strom produzieren. Auch die Kraftwerke können nicht unendlich Strom produzieren. Das heißt, wenn du ein Kraftwerk hast mit Ausgängen, kann es ganz schnell sein, dass das Kraftwerk zwar Strom produziert, dir den aber gar nicht richtig rausgeben kann. Wenn du es doof verzweigst und dann ist es besser, auch verschiedene Kraftwerke von verschiedenen Stellen zum Beispiel zu haben. Genauso wie hier beim Stromimport man vielleicht noch auf den zweiten gehen muss, den man hier anschließt dann später. Deswegen ist das hier. Und hier hinten habe ich ja auch noch einen dritten. Aber irgendwann geht man ja selber auf die Stromproduktion, nicht? Hier hinten zum Beispiel haben wir Windkraftanlagen, die manchmal sich drehen, aber in dieser Region eher weniger leider. Ich glaube auch, weil wir sehr flach sind. Ja. Zweite Gebäude auch fertig. Endlich können die wieder da einziehen. Sehr gut. Die sind auch alle glücklich. Die haben alle nur keine Jobs. Das, damit kann ich leben. Aber wenn die alle keine Jobs haben,
Wo ist denn... Ich glaube, der Transportweg ist einfach zu lang. Ja, gut. Mit dem Zug wird sich das ändern. Vielleicht ist das wirklich mein Problem gerade. Dass die hier zu lange stehen und ich sie nicht schnell genug transportiere. Sie brauchen zu lange nach da hinten. Dass wir mehr kleinere Routen brauchen, die dahin hinfahren. Mit weniger Bussen. Vielleicht größeren Bussen dafür. Wobei natürlich wichtig ist auch eine Frequenz... Verkehrsunfall. Oh no! Die beiden Schulbusse ineinander gekracht. Oha. Verdammt. Tja, wer war schuld? Wir recherchieren. Der wollte gerade ausfahren. Der wollte links abbiegen. Definitiv der Linksabbieger schuld. Tja. Den Job ist er los. Vor allem, die stehen wirklich. Weil sie nicht wussten, wer zuerst fahren darf. Unser Zugwerk ist übrigens schon fertig. Aber ich will erst die Baustoffe selber herstellen. Deswegen warte ich, dass wir hier ein paar mehr Einwohner kriegen. Wir haben fast 6000 inzwischen, aber... Und 95% Zufriedenheit. Kriminalität ist ein Problem. Ja, ich glaube, ich brauche hier hinten nochmal eine Polizei. Ich meine, die reicht durchaus bis hier hinten hin. Aber, oh, ich sehe, ja, die ist leicht überlastet. Das Gericht auch. Das Gefängnis. Oh, das geht noch. Nur 17 entflohene Häftlinge. Ja, kann ich mit leben, wenn die Hälfte entkommt. Ist auch alles da. Kleidung, Elektronik. Ah, Alkohol wollte ich hier noch zentral hinliefern lassen. Oh, hier muss ich aufpassen, nicht, dass die anfangen. An der Brücke. Die haben nämlich schon angefangen. Gut, aber ich glaube auch kaum, dass ich das hier nochmal ändern werde. Also, von daher passt das schon. Ja, und der muss eigentlich nur da so drauf. Und hier müssen wir eigentlich nur so ab. Oh. So geht das schon. Und dann kann das hier direkt gebaut werden. So, dann haben wir Auf- und Abfahrten, die kapazitätsmäßig reichen sollten, theoretisch. Dann haben wir hier Flüssiggut laden, entladen. Was heißt, wenn ich den hier hinmache? Okay. Ist doch enger als gedacht. Also ich könnte ja hier hin... Okay, wir können die nicht... Dingsies hier hinsetzen, nicht? Das wäre möglich. Ah, oder wir machen die Straße größer. Hier kriegt ihr auch noch einen Anschluss. Ah, ist blöd. Aber eine Frage hätte ich noch. Frag so viel du willst, aber in der nächsten Folge. Cliffhanger.